Stottern und Selbsthilfe ist unser heutiges Thema im ersten Interview mit Frank Grün vom Stotterer Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Herzlich willkommen bei Studio Selbsthilfe. Hallo Frank. Ja, hallo Hannes. Ich freue mich, dass das geklappt hat hier, dass ich hier unseren Landesverband und mich vorstellen kann. Du selbst stotterst ja auch. Wie gehst du mit dem Thema Stottern um und wie ist es so im alltäglichen Leben? Ja, es ist natürlich so eine Entwicklung. Durch die Selbsthilfe gehe ich natürlich ganz anders mit dem Stottern um. Ich weiß natürlich jetzt auch viel mehr, was es alles bedeutet. Früher war es halt so, man hatte gute Tage, man hatte nicht so gute Tage und ja, hatte auch mal richtig schlechte Tage, wo man fast gar keinen Ton rausbekommen hat. Und das Fatale am Stottern ist ja, dass die Symptomatik meist genau dann am stärksten ausgeprägt ist, wenn man es am wenigsten will. Also genau dann, wenn Sprechen am besten funktionieren soll, genau dann haut es gerade nicht hin. Mittlerweile, ja, bin ich weit weg von dem leidenden Stotternden. Ich sehe das auch ein bisschen spannend. Ich sehe das auch ein bisschen so, Stottern, das muss man erstmal können. Das muss man erstmal hinkriegen, sich selber so den Mund anzuspannen, alles im Hals zuzudrücken, da immer noch einen Ton rauszukriegen. Oder andere Stotternde, wie häufig die so Worte umschiffen, weil hier ist ein schwerer Buchstabe und den möchte ich nicht aussprechen. Und das muss man erstmal alles so hinkriegen. Und dann ist es aber auch sehr spannend zu gucken, welche Möglichkeiten kann ich denn haben, um fließender oder entspannter zu sprechen. Also mittlerweile ist es bei mir eher so, dass es eine interessante Sache und fast schon sowas wie so ein Hobby ist, sich damit zu beschäftigen. Aber das war halt auch ein Weg, dahin zu kommen. Thema Stottern. Da glaube ich, haben die meisten Menschen da ein Bild im Kopf oder zumindest eine bestimmte Art des Sprechens im Gehör sozusagen. Aus deiner persönlichen Sicht als Betroffener, nimmt die Gesellschaft Stotternde richtig wahr oder gibt es da viele Vorbehalte? Das weiß ich gar nicht so. Ich kann ja nicht in jeden Kopf von der Gesellschaft reinschauen. Es gibt mit Sicherheit viel Unwissen und viel Unsicherheit, auch was das eigene Verhalten gegenüber dem Stotternden betrifft. Es gibt mit Sicherheit Leute, die dann dem Stotternden gerne das Wort im geflügelten Sinne aus dem Mund nehmen und für ihn weitersprechen, auch wenn sie das gar nicht wissen, was der Stotternde sagen möchte. Aber ich sage einfach mal, ich denke nicht, dass das bösartig ist. Ich denke, der Nicht-Stotternde ist genauso unsicher und unerfahren im Umgang wie der Stotternde, der es aber inzwischen ja schon seit Jahren häufig kennt. Wenn du es erzählen willst, deine ganz persönliche Geschichte mit dem Stottern und wie du zur Selbsthilfe gekommen bist? Eigentlich ziemlicher Zufall, dass ich zur Selbsthilfe gekommen bin. Also früher wusste ich über Stottern halt gar nichts. Es war halt mal da, es war mal stärker und mal weniger stark. Und häufig, genau als ich dachte, auch jetzt habe ich ja eine fließende Phase, wie man so schön sagt, das süße Gift des fließenden Sprechens, das will man dann immer wieder haben und umso mehr wird es danach wieder schlechter. Und also, ja, und durch Zufall bin ich auf einen kleinen Zeitungsbericht gestoßen, eine kleine Anzeige, die zum 22. Oktober erschienen ist. 22. Oktober ist ja Welttag des Stotterns. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, und dadurch bin ich dann, und in diesem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass es in Neuwied eine Selbsthilfegruppe gibt und die trifft sich alle 14 Tage donnerstags. Ich war da schon sehr überrascht, weil ich so eigentlich der Urneuwieder bin und alles wusste und kannte, aber darüber wusste und kannte ich nichts. Ich habe dann da den Ansprechpartner angerufen und habe mich dann, da muss ich echt drüber lachen, gewundert, dass ich den angerufen habe, den, ich sage mal in Anführungszeichen, meine Gedanken damals, den Chef der Selbsthilfegruppe.
Und der hat noch gestottert. Da habe ich gedacht, das ist ja blöd. Also rufst du den da an? Nee, der kann mir nichts beibringen, der kann es ja selber nicht. Ja, und so bin ich dann halt da hingekommen und ja, habe dann dadurch Möglichkeiten kennengelernt und habe dann auch ein Wochenendseminar teilgenommen über eine Therapierichtung und das war schon für mich, danach war mein Leben ein anderes. Okay. Danach hatte ich wirklich das Gefühl, ach, ich kann ja sprechen. Und das war wirklich, mein Leben war nie mehr so wie vorher und das war schon echt erstaunlich. Wenn ich fragen darf, wie alt warst du, als du zur Selbsthilfe gekommen bist? Ich war da schon fortgeschritten, ich war da 35. Okay. Wie war dein Leben vorher? Also wie muss ich mir das vorstellen? Hast du schon immer gestottert oder? Also solange ich mich erinnern kann, habe ich schon immer gestottert. Ich habe mir aber trotzdem nie so, natürlich hat man sich auch was draus gemacht, aber ich habe mein Leben trotzdem so versucht zu gestalten, wie es irgendwie ging. Ich habe mich halt immer an den Sachen hochgezogen, die ich gut konnte. Ich habe natürlich auch, aber das war zu der Zeit normal, da hat man halt auch Sport gemacht, Mannschaftssport. Ich zum Beispiel habe Handball gespielt und war da halt auch nicht irgendeiner, so ein kleiner Rechtsaußen, sondern ich war halt der Torwart. Ja. Und so, da muss man in der Abwehr stehen, die Leute dirigieren und ja, das baut halt auch Selbstvertrauen auf. Und später habe ich meine Ausbildung gemacht, war da auch einer der Besten in dem Jahrgang und ja, und bin halt, ich war auch niemand, der sein Stottern versteckt hat, also ich war kein Vermeider. Bei mir war das einfach offensichtlich und jeder wusste es auch und ich habe es auch gezeigt, aber natürlich hätte ich mir in manchen Situationen dann doch gerne ein Werkzeug gewünscht, wie ich fließender sprechen hätte können. Und trotzdem war das so einschneidend für dich, dass du gesagt hast, ab jetzt ist mein Leben ein anderes? Das ist wirklich beeindruckend. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es war wirklich, ja, es war wirklich so, dass ich sagte, das hier, ab jetzt, ab dem Moment war mein Leben auch merkwürdigerweise ein anderes. Ja, das stimmt. Also die Sicht aufs Stottern und dass man dem halt nicht so ausgeliefert ist, weil ich früher halt, ich war auch nicht, wie man so schön sagt, therapieversaut. Mhm. Jemand, der vorher alles probiert hat. Ich hatte vorher gar nichts gemacht und war halt nur unwissend und habe dann halt gelernt, was Sprechen ist und wie ich sprechen kann. Und ja, das hat mein Leben komplett verändert. Angst zu sprechen, kann ich mir nur vorstellen, dass das relativ weit verbreitet ist, weil man ja in der Regel versucht, Dinge zu vermeiden, die einem unangenehm sind oder schwerfallen. Kannst du das vielleicht sagen, wie häufig ist diese Angst zu sprechen und wie wirkt sich das so grundsätzlich auf die mentale Gesundheit von Menschen aus? Also beim Stottern dann ist es hauptsächlich natürlich auch die Angst zu stottern, also die Angst zu sprechen, weil man Angst hat, dass man stottert, dass man auffällt, dass es wieder anstrengend und kraftvoll ist und das wirkt sich extrem negativ aus. Man kann auch fast sagen, wenn man sich stottern wie so ein Eisberg vorstellt, dann sind diese Symptome, die wie Wiederholungen oder die Blockaden, dieser sichtbare Teil des Stotterns ist eigentlich der kleinere Teil und dieses Vermeiden von Sprechsituationen, dieses dauernde Denken ans Stottern selbst, wenn man gar nicht sprechen muss, dieses auch hinterher und vorher, bevor man irgendwas sagt, sich alles schon im Mund, im Geiste zurechtzulegen und später diese Scham, diese Verzweiflung, dieses schlechte Selbstwertgefühl, das ist der größere Teil des Stotterns, also dieser nicht sichtbare Teil. Und da kann ich mir vorstellen, hilft es sich mit Menschen, die vor allen Dingen nicht nur die Spitze des Eisbergs wahrnehmen, sondern die auch den ganzen Unterbau kennen, ja, sich auszutauschen, glaube ich, unbezahlbar. Ja, das nützt sich. Das hilft auf jeden Fall sehr, aber es hilft natürlich auch viel. Und genau dieser Kram ist häufig dann nicht da, wenn ein Bekannter aus der Selbsthilfe sagt immer, was der Stotternde braucht, ist Erfolg beim Sprechen. Und genau dann fällt, je mehr Erfolge da sind und je mehr Sicherheit beim Sprechen da ist, umso
geringer ist halt die Angst. Und man merkt das dann auch bei Seminaren oder Wochenenden. Viele Leute, die blühen richtig auf, die haben so viel zu erzählen, die hören gar nicht mehr auf zu reden. Den Landesverband gibt es schon seit 1987. Also es ist ja auch schon eine ganz schöne Weile. Was für Angebote hat denn der Verband entwickelt? Welche Unterstützung bietet der Verband für Stotternde in Rheinland-Pfalz und Saarland? Wenn du das vielleicht einfach mal kurz erklären könntest. Ja, was wir auf jeden Fall machen, und das ist auch eins unserer Ziele, die Gründung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Das ist halt, sage ich mal, unser Grundthema, dass Leute zusammenkommen, dass ein Austausch stattfindet, dass sich Leute über Therapiemöglichkeiten und Angebote informieren können, ohne dass da jemand steht, der sich an irgendwas bereichern möchte, sondern absolut unabhängig und dass jeder seine Erfahrungen mit reinbringen kann. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig machen wir auch im Jahr immer so 3-4 Seminarwochenenden bieten wir an, und da sind häufig auch sehr, sehr kompetente und erfahrene Referenten, die über einen Therapieansatz oder eine Möglichkeit vielleicht auch mal ein Entspannungsseminar anbieten. Und da kann man für ziemlich kleines Geld, also auch ohne dass sich da jemand dran bereichert, kann man reinschnuppern oder kann seine Techniken auffrischen. Und es ist wirklich, es gibt in Tübingen, zwar nicht von unserem Landesverband organisiert, aber da gibt es seit vielen, vielen Jahren da gibt es eine Therapieform von Reiper, und da gibt es in Tübingen ein von Reiper ehemaligen Treffen, und da gibt es, glaube ich, auch Videos, da sind Leute, die kommen am Parkplatz an und schon geht es denen sprachlich deutlich besser. Allein dadurch, dass sie wissen, jetzt bin ich hier und jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg, raus aus dem Stress, hab wieder Sprechsicherheit und Sprechruhe. Also das macht schon sehr viel aus. Also viele Selbsthilfeverbände haben ja auch mit nach Corona immer ein Problem, oder grundsätzlich ist das Problem des Nachwuchs. Jetzt ist Stottern ja eine Beeinträchtigung, die man schon früh kennt. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr viele junge Leute? Bietet ihr was für junge Leute an? Ja, der Nachwuchs, das ist tatsächlich schwierig. Die Anfänge der Stotterer Selbsthilfe waren natürlich, wie wir eben schon sagten, Ende der 80er oder auch in den 90ern eine sehr große, starke Zeit. Mittlerweile ist es schon so, dass viele die Informationen sich aus dem Internet holen können. Viele brauchen gar nicht mehr so viel zu sprechen. Das kann man alles hier über das Handy, Smartphone alles organisieren, Schreibnachrichten und so. Aber es gibt wirklich zusätzlich zu den bestehenden Selbsthilfegruppen eine neue Bewegung innerhalb der Selbsthilfe. Das sind die Flow-Sprechgruppen. Und da wird gezielt auf die jungen Leute drauf eingegangen. Also da gibt es nicht unbedingt feste Treffen zu Terminen. Da steht dann doch eher das Freizeitangebot im Vordergrund. Und ja, und so versuchen wir oder möchten wir junge Leute dazu bringen, dass halt Stottern, dass da auch eine Gemeinschaft da ist, weil auch das fehlt halt vielen, und so auch für Selbsthilfearbeit begeistern, weil auch die Arbeit im Vorstand oder das Organisieren von Gruppenabenden in der Selbsthilfe, das ist für die persönliche Entwicklung auf jeden Fall absolut vorteilhaft. Danke nochmal bis hierher für die tollen Informationen zum Thema Selbsthilfe und Stottern. Im nächsten Teil geht es dann um Hintergründe, Ursachen und Therapie zum Thema Stottern. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich mich auch.